Als der kleine Maulwurf eines Tages seinen Kopf aus der Erde streckte, um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen war, passierte es. Es war rund und braun, sah ein bisschen aus wie eine Wurst. Hä? Und das Schlimmste, es landete direkt auf seinem Kopf. So eine Gemeinheit. Wer hat mir auf den Kopf gemacht? Aber kurzsichtig wie der kleine Maulwurf war, konnte er niemanden mehr entdecken. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er die Taube, die gerade vorüberflog. Ich? Nein, wieso? Ich mach so. Und platsch, klatschte ein weißer, feuchter Klecks direkt neben dem kleinen Maulwurf auf den Boden. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er das Pferd, das auf dem Acker graste. Ich? Nein, wieso? Ich mach so. Und rumsdi-pums, plumpsten fünf große, dicke Pferdeäpfel haarscharf am kleinen Maulwurf vorbei. Er war tief beeindruckt. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er den Hasen. Ich? Nein, wieso? Ich mach so. Und schossen 15 runde Böhnchen dem kleinen Maulwurf um die Ohren. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er die Ziege, die gerade ein bisschen geträumt hatte. Ich? Nein, wieso? Ich mach so. Und klacke die Klacken. Purzelten eine Menge malzbaumbaufarbener Knöllchen ins Gras, die dem Maulwurf fast schon gefielen. Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er die Kuh, die gerade wiederkäute. Ich? Nein, wieso? Ich mach so. Wuppdiwupp, platschte ein großer braungrüner Fladen knapp neben dem Maulwurf ins Gras. War er da froh, dass sie es nicht gewesen war, die ihm auf den Kopf gemacht hatte? Hast du mir auf den Kopf gemacht? Fragte er das Schwein. Ich? Nein, wieso? Ich mach so. Und platsch, die Plumps fiel ein weiches, braunes Häufchen auf die Wiese. Der Maulwurf hielt sich die Nase zu. Habt ihr mir auf den Kopf ge... wollte er gerade wieder fragen. Doch als er näher kam, saßen da nur zwei dicke, schwarze Fliegen und aßen. Endlich jemand, der mir weiterhelfen kann, dachte der kleine Maulwurf. Wer hat mir auf den Kopf gemacht? Halt schön still. Ganz klar. Das war ein Hund. Endlich wusste der kleine Maulwurf, wer ihm auf den Kopf gemacht hatte. Hans Heinrich, der Metzgershund. Schnell wie ein Blitz kletterte er auf Hans Heinrichs Hütte und landete ein kleines schwarzes Würstchen direkt auf dem Hundekopf. Glücklich und zufrieden verschwand der kleine Maulwurf wieder in der Erde.